Einen wunderschönen guten Tag und hallo, herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Radio NerdStar. Heute mit dem Maxi. Hallo. Mit dem Prakti. Hallo. A.k.a. Dominik. Namen. Und mit mir, ja, hab ich doch gerade gesagt, a.k.a. Dominik. Ich hab kein Recht auf Namen. Und mir, Dirty Dirk. Und wir sprechen heute über WGs. Und zwar all das, was wir in unseren zahlreichen WG-Erfahrungen schon erlebt haben. Mal länger, mal kürzer, mal größer, mal kleiner, wie mein Mann seiner. Oh, wie lange hast du dir den jetzt zurechtgelegt schon? Kam gerade spontan, es kam aus mir raus. Es kam einfach gerade aus mir raus. Und mit WG meinen wir selbstverständlich Wohnungsgebergenossenschaften. Ach so. Weil das wird hier ein ganz seriöser Wohnungsmarkt-Talk. Oh, selbstverständlich. Schön ja. Dröge und mit ganz vielen Zahlen. Sehr belastend. Wir sprechen darüber, was haben wir erlebt in WGs. Wir alle drei haben WG-Erfahrungen und es ist wichtig, dass man, um das emotional aufzuarbeiten, darüber spricht. Und deswegen haben wir uns jetzt hier zusammengefunden, um ein kleines bisschen darüber zu reden. Und ich würde es gerne einleiten mit so einer grundsätzlichen Kategorisierung. Eigentlich gibt es zwei Formen von WGs. Es gibt die Zweck-WG und es gibt die gemeinsame, freundschaftliche Gang-WG. Die romantische Utopie. Was ist eure häufigste oder wenn nur eine überhaupt WG-Form, in der ihr gelebt habt? Also ich habe in einer lebe in einer Zweck-WG sozusagen. Ja. Also das ist schon negativ konnotiert. Aber sie ist halt dadurch entstanden, dass ich zum Studieren ausgezogen bin in eine andere Stadt und deswegen halt in eine WG rein musste. Okay. Also ich habe nicht mit in eine bestehende bist du dazu reingekommen. Okay. Ja. Ja, ich bin jetzt gerade auch in einer WG, das ist so ein Misch aus beidem, würde ich sagen. Also ich bin in eine 4-Personen-WG eingezogen, aber ich bin gemeinsam mit einer weiteren Person eingezogen. Okay. Also ist jetzt quasi die Hälfte nochmal neu dazugekommen. Ja. Also war ich jetzt nicht dann ganz neu. Ist auch meine erste eigene WG quasi, in der ich wohne. Okay. Habe vorher nur in meiner... In WGs abgehangen. Genau, in meiner Studienzeit in WGs abgehangen, genau. Auch das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil der WG-Erfahrung, die man so macht. Ja, genau. Und im Vergleich zu denen, die ich da kennengelernt habe, kann ich auch ganz gut sagen, es ist so eine Mischung aus beidem. Also jeder macht so sein Ding irgendwie und jeder hat halt mal Zeit und mal nicht und das ist dann auch okay, aber das ist halt nicht so eine Kuschel-WG, wo man immer nur aufeinander hockt und Ärger kriegt, wenn man mal die Tür zu hat. Also, okay. Ja. Ja, genau. Das ist, also da gibt es natürlich in beiden Lagern auch die Extreme und es gibt so ein bisschen so einen Mittelweg. Bei mir ist tatsächlich auch nur eine WG gewesen, dafür tatsächlich mehrjährig. Dort waren wir zu dritt und ich bin mit einem Kumpel dort reingezogen, der... mit dem ich zusammen gesucht habe quasi. Und wir haben dann noch eine dritte Person dazu gecastet. Noch ein weiteres Mädel. Über WG-Castings wird die auch gleich noch sprechen. Das ist auf jeden Fall auch noch ein Punkt. Aber wir waren dann irgendwie zu dritt und gemischt, aber eher so, so haben wir dann auch vorher gesucht, als gemeinschaftliche WG. Also ist klar, wenn du mit einem Kumpel irgendwie zusammenziehst, dann hast du irgendwie auch Bock abzuhängen, erstmal so grundsätzlich und weißt schon mal, du hast wen drin, mit dem du dich gut verstehst und mit dem du gerne Zeit verbringst. Das ist ja in der WG, in die man so fremd dazukommt, erstmal was man überhaupt nicht erahnen kann, außer eben anhand so eines kurzen Vorstellungsgesprächs oder vielleicht einem sympathischen Text. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch dran, wie ihr reingekommen seid in eure WGs, an den Start? Ja, also bei mir, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Unbedingt! Dafür sind wir hier. Ich bin damals nämlich recht blauäugig da zum Studienbeginn gewesen und dachte mir, sehr gut, du kannst ja halt, suchst dir halt ein paar Wohnungen raus und wie das halt so ist, mal kriegt man eine Antwort, dass man vorbeikommen darf zum Besichtigungstermin. Viele melden sich gar nicht. Ja. Und ich hatte damals dann 2 Besichtigungen in einer Studentenverbindung. So. Oh, krass. Da bin ich jetzt auch weil es halt günstig war, auch kurz drinne gewohnt, dann für 2 Wochen war das. Und dann hatte ich einen Termin bekommen, per Zufall in einer ganz normalen WG. Bin dann halt auch hingefahren. Also ich musste halt unbedingt raus, weil das ist ein anderes Thema. Es ist ganz viel Chaos gewesen in dieser Studentenverbindung. Und dann bin ich da halt hingefahren, die haben mir erzählt, die haben am Vortag schon 10 Leute gehabt, an dem Tag hatten die 10 und da dachte ich mir so, gut, das wird eh nichts. Aber das hat dann alles schon gut funktioniert. Die haben am Abend angerufen und gesagt, so, wenn du Bock hast, kannst du rum. Mhm. Also das war sozusagen der letzte Strohhalm, an dem ich mich greifen konnte, bevor ich durchdrehe da in dieser Studentenverbindung, ja. Okay. Hat dann zum Glück auch gut geklappt. Krass. Aber das war irgendwie nicht jetzt so eine ganz heftige, schlagende Verbindung, Germania Nibelungen oder so? Tatsächlich waren die schlagend, ja. Okay, krass. Aber da, also, es war halt so, dass man sich irgendwie nach dem ersten Semester dann auch entscheiden musste, wenn man da jetzt noch das weitere Semester wohnen bleiben möchte, dann muss man sich da halt auch aktiv beteiligen, und die hatten halt so ganz kuriose, konservative ja, Geflogenheiten und mit Bierglasechsen und diese ganzen Runden im Keller mit Alteingesessenen und so richtig Aufnahmeriten. Da, ja, das war total. Toga. Es war total weird und vor allen Dingen auch alles sehr, sehr ungepflegt da und sehr laut, und ich konnte mit den Leuten auch überhaupt nichts anfangen. Deswegen war es gut, dass ich dann direkt in eine Dreier-WG reingekommen bin, und ja, die besteht halt bis jetzt immer noch. Krass. Okay, ja, das ist dann sozusagen da wieder der Rettungsanker vom Rettungsanker gewesen. Vielleicht, um uns kurz zu verorten, wir sind gerade im Livestream für alle, die das jetzt hinterher in der Wiederholung hören oder im Podcast hören. Deswegen haben wir einen Chat mit dabei, und da gucke ich auch immer so mit einem Auge ein bisschen mit drauf, hat der Björn gerade mit eingeworfen. Doms hat bei der Besichtigung bestimmt Kaffee gemacht und dann wollen sie ihn nicht mehr gehen lassen. Nee, ich weiß auch gar nicht, was der ausschlaggebende Punkt war bei der WG, weil, wie gesagt, wenn da 20 Leute sind, und ich jetzt ja nicht unbedingt da, also ich wüsste nicht, wie ich mich präsentieren konnte. Ich war da etwas zurückhaltender natürlich, weil man ja die Leute nicht kennt. Und deswegen wüsste ich auch gar nicht, warum die mich hätten nehmen wollen. Ich war da mit meiner damaligen Freundin da, vielleicht war das irgendwie ausschlaggebend. Die dachten sich, so eine Hübsche ist noch da, da kann man den noch mit reinnehmen. Ja, wenn der eine Freundin abkriegt, dann kann er nicht so schlimm sein wahrscheinlich. Kein Witz, ich habe das häufiger mal erlebt, dass Leute jemanden zum WG-Casting mitgenommen haben, von dem sie geglaubt haben, dass er sich vielleicht positiv auswirkt auf den Gesamteindruck. Also das hatte ich auch wirklich gut. Das Gefühl. Ab und zu war es aber auch schon anders. Also das ist jetzt gleich Thema WG-Castings, komme ich dann zu. Wie war es bei dir jetzt? Bei dir ist es ja noch relativ frisch dann, ne? Genau, bei mir ist es relativ frisch. Ich habe erstmal wirklich Probleme gehabt, überhaupt eine zu finden. Ich habe lange gesucht, habe mir viele auch angeguckt. Und ich bin eben kein Student. Und viele, die halt suchen, schreiben explizit rein, nur Studenten. Oder die haben halt auch mit irgendeinem Studentenwohnheim oder sowas zu tun. Das heißt, es ist auch die Mietklausel mit drin. Genau, das heißt, du kannst halt nur rein, wenn du irgendwo matrikuliert bist oder so. Und das ist dann halt ungünstig. Ja. Genau, dann habe ich mir einige angeguckt und auch immer einen guten Eindruck gehabt und so, teilweise auch immer noch mit einzelnen Leuten da so Kontakt und sowas, aber hat halt nie geklappt, wollten sie nicht, haben sich dann immer für irgendwen anders entschieden. Weil aber auch die Bewerberzahlen echt heftig sind, glaube ich, ne? Also ja, auch, gehe ich mal stark von aus, ja. Oder teilweise habe ich halt auch gar nichts mehr davon gehört, so, finde ich dann auch ein bisschen schade, dass da nicht mal eine Mail kommt oder so, aber naja, gut. Und dann habe ich wirklich auf den letzten Drücker, habe ich mir nochmal eine angeguckt, habe ich gedacht so, ja fuck, ich habe jetzt alle durch, halt, man guckt ja immer in den gleichen Plattformen, geguckt, ah shit, keine mehr drin. Irgendwann war dann doch nochmal eine da, habe ich dann schnell nochmal hingeschrieben, das war schon super spät, so um 11 abends oder so, und dann habe ich aber doch noch eine Nachricht bekommen von wegen, ja ey, komm doch direkt morgen vorbei, hey, oh, okay, alles klar, 16 Uhr war angesagt, glaube ich. Natürlich genau zum Berufsverkehr, und ich musste ja aus Osnabrück nach Bielefeld fahren, über eine Autobahn, die sowieso dann schon irgendwie gesperrt war zwischendurch, und dann musste ich durch Halle fahren, also durch eine Ortsdurchfahrt zum Berufsverkehr. Habe ich ein bisschen unterschätzt, war fast 40 Minuten zu spät. Oh. Nice. Stand dann da vor der Tür. Und ja gut, hab dann gedacht, ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so cool. Nicht der beste Eindruck. Ja. Richtig, war dann doch noch da. Es war natürlich auch jemand nach mir eingeplant, also ich war wirklich nur kurz da. Hat aber ganz gut geklappt mit den Leuten. Dann. Quickie. Genau, hat aber auch dann gut geklappt mit den beiden, die dann da waren. Und dann habe ich am selben Abend noch einen Anruf bekommen von wegen, Dude, zieh ein. So. Nice. Und das war dann auf jeden Fall schon geil. Also nochmal so die Überraschung des letzten Moments, das hat dann doch noch geklappt. Und bin da auch ganz zufrieden tatsächlich. Ja gut, ein bisschen ungünstig war ein Wasserschaden, irgendwie 2 Tage bevor ich da war. Das heißt, irgendwie ein ganz großer Bereich war total durchgesifft, aber das ist jetzt alles auch wieder am Start. Also okay, krass. War lustig. Zu Wasserschäden könnte ich auch was erzählen, aber das führt, glaube ich, zu weit. Da haben wir auch ganz hartes Problem. Ich habe ja diese WG-Suche dann ein bisschen anders erlebt, einfach tatsächlich, weil wir wussten, wir wollen zu zweit eigentlich auch was Eigenes aufbauen. Wir haben ursprünglich mal zu dritt gesucht mit 3 Kumpels. Dem einen hat es aber irgendwann zu lange gedauert und der ist dann schon alleine in eine Wohnung gezogen. Super. Das war wirklich, der hat aber aufgegeben irgendwann und dann haben wir zu zweit echt noch so viele Wohnungen angeguckt. Ich weiß gar nicht, also ich schätze so 10, 15 Wohnungen haben wir uns bestimmt angeguckt, so um den Dreh. Dadurch habe ich sehr viele Wohnungen in Bielefeld gesehen, was ich auch spannend fand. Und wir haben dann irgendwann eben diese Wohnung gehabt, von einer Freundin in der WG und die ist ausgezogen. Und da sind so sukzessive auch alle anderen ausgezogen aus dieser WG, sodass wir quasi nachrücken konnten. Ich bin dann zuerst rein, habe dort also erst mit 2 anderen Dudes gewohnt, aber eben nur eine kurze Zeit. Und dann ist mein Kumpel nachgezogen und dann haben wir irgendwie noch irgendwann die dritte Person, unser Mädel, noch mit dazu gecastet und hatten das Glück, dass der dritte Typ aber dieses Zimmer quasi dort bewohnt hat, aber nie dort gelebt hat, weil er noch einen zweiten Wohnsitz hatte. Der hat das sozusagen nur so als Backup-Ding in Bielefeld. Der war nur ganz selten am Wochenende mal da und wir hatten die Bude echt ein halbes Jahr oder so für uns zu zweit alleine fast. Ist natürlich schon cool. Das war dann Luxus. Man muss halt sagen, unsere WG war relativ teuer. Also ich war hinterher all-inclusive, ich hatte das größte Zimmer und war dann damit so bei warm, also wirklich, ich glaube echt dann all-inclusive oder nee, dann ja, vielleicht kommt auch noch Internet drauf, aber 380 € ungefähr. Das ist schon relativ viel für ein Zimmer quasi. Ja. Aber, und da muss ich einfach kurz von schwärmen, unsere WG war einfach die großartigste, die man sich vorstellen kann. So viele haben wir uns angeguckt, die wir auch genommen hätten, die teilweise scheiße waren. Das dritte Zimmer quasi nicht bewohnbar, weil man nicht reingepasst hätte. Und unsere war einfach nur nice. Wir hatten, das ist eigentlich der größte Vorteil gewesen, 2 Etagen. Beide quasi im Dachgeschoss, also die oberste Etage, 4. Stock und das noch darüber liegende ausgebaute Dachgeschoss. Und in der unteren Etage hatten wir schön Schlafzimmer, Küche, Bad und einen langen Flur. Und in der oberen Etage hatten wir dann noch ein großes Wohnzimmer. Das war für uns quasi Bedingung, weil wir eben zusammen auch abhängen wollten, dass wir einen großen Gemeinschaftsraum hätten. Ob es jetzt eine Gemeinschaftswohnküche gewesen wäre oder wie auch immer, wäre uns egal gewesen. Aber da war halt dieses Wohnzimmer. Ne? Und das ist halt für WGs der Hammer. Du bist ganz oben im Haus, das heißt, in dem Wohnzimmer, darunter kommst erstmal nur du. Wenn du laut bist, wenn du laut Mucke hörst, wenn irgendwer da hinkommt, so what, fuck it, darunter bist ja nur du. Es ist egal, du bist dein eigener Puffer. Kein Getrampel, was irgendwie den Nachbarn unten stört. Mega. Wir haben auch echt das am Anfang so ausgereizt und mindestens 2-mal die Woche so eine, wenigstens eine kleine WG-Party, so mit 10 Leuten oder so gemacht oder 10, 15 Leute. Es war wirklich mindestens 2-mal die Woche was los und es gab halt nie Stress deswegen. Das war halt einfach richtig Deluxe, ne? Und das hat man ja in den wenigsten WGs. WG-Partys sind auch so ein Thema für sich dann. Und da können wir doch direkt reinstarten, oder? Ja. Möchte jemand direkt mit WG-Partys beginnen? Du hast es schon angeteasert, ja gut, also ich bei uns persönlich haben wir keine wirklichen WG-Partys gemacht. Wir haben jetzt nur den 30. meines Mitbewohners dieses Jahr gefeiert. Okay. Weil wir haben das halt so, wir haben 3 Zimmer, aber wir haben halt nicht dieses Wohnzimmer. Da jetzt halt, das sind alles Wohnräume jetzt bei uns oder Schlafräume. Und, okay, ja, also ihr habt kein Wohnzimmer quasi. Genau. Wir saßen halt im Zimmer und in der Küche, wie das ist. Aber die Küche ist halt auch nicht groß. Sonst ist die Wohnung halt relativ klein. Aber das stört ja die meisten Leute sowieso nicht bei WG-Partys. Also ich habe schon WG-Partys miterlebt, da hast du zwar einen langen Flur und irgendwie hier und da ein Zimmer, eine große Küche und so, sonst ist sowieso dann irgendwann alles im Treppenhaus. Ja. Und in den anderen Etagen irgendwie irgendwas am Feiern und keiner weiß wirklich, wer da jetzt drinnen wohnt. Ist das bei dir so ein richtiges großes WG-Gebäude, wo wirklich auch noch WGs dann drin sind? Oder? Also ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache mit den Nachbarn. Wir sind 4 Wohnungen sind das, in diesem ist so ein Altbau. Ganz unten wohnt halt irgendwie der Haushälter, der von der Vermieterin irgendwie, die sind da irgendwie verwandt, weiß ich jetzt nicht genau. Okay, ja. Sonst wohnen da, glaube ich, echt nur solche WGs. Okay. 3 Leute immer, aber die wechseln relativ häufig und die Nachbarn sieht man halt jetzt auch gar nicht so oft. Wenn man, also man trifft die nie im Treppenhaus oder so und ist irgendwie schwierig, man weiß nicht. Also man sieht die tatsächlich klischeehaft nur, wenn man ein Paket abholen muss. Dann klingelt man und dann ist mal jemand da. So. Dann denkt man, ach so, der wohnt hier, den sehe ich öfter mal irgendwo in der Stadt jetzt rumlungern. Aber rumlungern vor allem. Ja, man weiß ja nicht, was sie da treiben. Aber sonst, ja, WG-Partys sind echt immer eine Sache. Es werden immer zu viele Leute eingeladen oder dieses klassische so, Und was ist jetzt heute? Ja, weiß ich nicht. Irgendwo soll eine WG-Party sein. Keiner kennt diesen Menschen, man weiß halt nur, dass eine WG-Party ist. Ja. Und dann crasht man einfach klassisch diese WG-Party. Das sind doch die witzigsten Nummern, ja. Begebenheiten, ne? Das ist ja das, wie oft ist das passiert, dass man plötzlich irgendwann abends auf irgendeiner Party war, ja, von einem Dude und man auch eigentlich gar nicht wusste, wessen Party das ist. Also irgendwann war man dann so, ey, man unterhält sich mit ihm und sagt, ey, aber ganz schön ranzige Bude. Ja, danke. Mein Zimmer ist übrigens da drüben. Ah, ja, aber die Küche ist schön. Die ist wirklich schön. Fuck. Ja, dann heißt es, ja, wessen Wohnung ist das jetzt eigentlich? Wer wohnt hier? Hier sind 3 Zimmer. Irgendwer, wer ist denn jetzt hier? So, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wer hier wohnt. Ich kenne ihn auch nicht. Ach so, ja gut. Waren bei diesen WG-Partys bei euch immer die Zimmer auch mit Teil der Party? Also, ich bin ja nicht in einem Wohnort. In einem WG-Wohnheim quasi jetzt, ne? Das heißt, das ist dann jetzt dann wohl eher weniger, dass dann mal irgendwie zufällig irgendwie Leute auf dem Party crashen. Hängen bleiben. Nee, war jetzt neulich bei uns. Da hatte eine Geburtstag. Da war ich natürlich nicht, weil Amina am selben Tag Geburtstag gefeiert hat. Okay, und da musste ich natürlich zu Amina. Ja, ja. Und deswegen habe ich das verpasst. Aber ich bin nachher wiedergekommen und das war definitiv Party, das habe ich gesehen. Anhand der Reste überall. Aber die Zimmer waren dicht, also da war keiner drin. Okay, das heißt, ihr habt irgendwie eine große Küche auch, oder was? Oder Wohnzimmer? Nee, die Küche ist nur so ein schmaler Schlauch, aber es gibt ein Wohnzimmer. Ah ja, so, echt? Genau. Nice, mega nice. Das schon, ja. Und das ist auch größer als die Zimmer. Also von daher hat das dann wohl ausgereicht. Aber mein Cousin, der hat in einer großen WG gelebt, die haben sich so ein altes, total runtergewohntes Haus am Arsch mitten in Osnabrück gekauft, weil das halt dann super günstig war und haben das fertig gemacht. Ja, da hatte jeder seine Etage und die haben da eine Einweihungsparty gemacht. Alter Vater, da haben die halt das komplette Haus, also Zimmer waren noch leer, weil gerade erst eingezogen und sowas. Und dann da Anlagen reingebaut in die Räume und überall standen so Türme aus Bierkisten, wo man dann einfach überall mal so, ja, alles klar, flupp. Also das war richtig abgefahren. Also das war eine WG-Party extraordinär. Das geht ja fast Richtung Hausparty dann eben entsprechend. So, ne? Ungefähr, genau. Aber es war halt eine WG in dem Sinne. So. Geil. Kaum das Haus restauriert, schon wieder abgerissen. Ne, so ungefähr, genau. Da waren auch noch, die haben ernsthaft tapeziert teilweise mit irgendwelchen billigen Papiertapeten und haben dann überall mit so einem Faden Eddings an die Wände gehängt. Dann konntest du überall rummalen und so. Und das haben die nachher einfach abgerissen wieder und neu tapeziert, fertig. Das ist mega nice. Das war richtig geil, ja. Tatsächlich haben wir uns auch ein Haus angeguckt. Das war aber die einzige WG, die wir von uns aus abgesagt haben. Normalerweise wurden wir immer nicht mehr zurückgerufen oder was, weil die Vermieter dann doch lieber, keine Ahnung, ein Pärchen gehabt hätten oder so in ihren Wohnungen. Aber das war das einzige Ding, da hätten wir reingekonnt, da haben wir abgesagt, weil es in der Bude so erbärmlich gestunken hat und wir einfach nicht sicher waren, ob man es rausbekommt. Das ist, kennt ihr das, wenn man irgendwo reinkommt und es riecht so scheiße, dass ihr denkt, oh je, das sitzt tief. Und du weißt halt nicht, was es ist, ne? Nur, ist es der Teppich? Ja. Schlimmstenfalls ist irgendwo ein Schimmel in der Wand oder so. Und wenn du wirklich komplett alles leer machen musst, Tapete weg, Fußboden weg, keine Ahnung, Türrahmen neu lackieren oder so, das machst du ja eigentlich auch nicht, wenn du in so eine Bude einziehst als WG. Da willst du dann, sagen wir mal, ne, klar kann man irgendwie meinetwegen noch tapezieren oder streichen, das gehört dazu. Aber irgendwo ist ja eine Grenze einfach. Ja. Du musst erstmal dann da auch ankommen. Und du ziehst ja auch jetzt nicht unbedingt in eine WG, weil du da halt unfassbar viel Bock drauf hast. Also klar kann das auch was sein, aber du ziehst ja in eine WG, um Geld zu sparen. So, dann willst du halt nicht noch komplett renovieren. So, ich hatte ein WG-Zimmer, was ich mir angeguckt habe. Da bin ich reingekommen und mich hat erstmal so eine Wolke kalter Rauch erschlagen, obwohl ich wirklich auch erst spät nachmittags da war. Das heißt, das Fenster war auch wirklich den ganzen Tag auf schon. Ne? Ich bin da reingekommen, ich erstmal selber eine Raucherlunge gekriegt in dem Moment. Und da habe ich auch schon gedacht, ach nee. Ja, ist auch so eine Geschichte. Rauchen in WG ist immer kritisch. Gab es bei uns auch. Wir hatten einen Raucher und wir anderen beiden nicht. Und haben dann den Kompromiss gehabt, dass oben im Wohnzimmer am Fenster geraucht werden durfte. Das war der Vorteil, dass unten die Zimmer komplett außer Gefahr waren dadurch. Und dann fand ich es irgendwie okay. Ne? Dann war es wirklich okay, weil es auch nicht so gestört hat oben. Machst ein bisschen Durchzug und dann so what. Du hast schon viele Raucher noch auf Partys heutzutage. Ja, das sowieso. Das schon. Und dann ist die Stimmung irgendwie besser, wenn die nicht aus dem 4. Stock immer bis unten vor die Tür müssen. Aber ich bin da ja so, wenn ihr jetzt so von WG-Partys redet und man landet da irgendwo auf WG-Partys, das sind so Sachen, Das finde ich schade, dass ich das nie so in dem Sinne erlebt habe. Ihr sagt so, ja, das passiert dann schon mal. Ja. Also, ich denke mir nicht. Wie ist das nicht passiert? Ich bin neulich einfach mal abends, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, durch Bielefeld gelaufen. Ja. Hab mir einfach mal so ein bisschen mal meine neue Hood so angeguckt. Ja, auch nicht unwichtig, dass man ein bisschen weiß, was Phase ist. So ein bisschen auch mal die Fußwege kennenlernen. So. Ja. Und dann bin ich auch an so einem Haus vorbeigekommen, wo die einfach auch eine ganze Etage, da war dann einfach buntes Licht, alle Fenster offen, alle saßen irgendwie mit Fensterbänken, du siehst schon, ganz viele Leute, laut Musik, überall raus, scheißegal. Und ich denke mir, da wäre ich jetzt gerne. Und wenn du da einfach quasi rein sagst, ey, ich bin ein Kumpel von Dennis. Ach, Dennis, ja, warte mal, ich glaube, ich weiß, wer Dennis ist. Ja, passt schon. Wer Dennis ist? Ach so, hier willst du ein Bier. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, das fehlt mir noch irgendwie. Müsste man mal der Dreistigkeit halber machen, ne? Aber das kommt ja an. Aber irgendwie hat man immer so einen Dude, der irgendwie immer Bescheid weiß, was abgeht in der Welt und der sagt dann immer, ja, du übrigens, da ist eine WG-Party von jemandem, der einen kennt, da könnten wir hin oder so. Mhm. Aber andererseits kennt man solche Leute, die einfach irgendwie, ja, nicht unbedingt dreist, aber die kommen irgendwie an und dann so, ja, keine Ahnung, ich gehöre zu dem. Ja gut, keiner kennt den und irgendwie hängt er dann bei einem herum und man akzeptiert den dann so. Mhm, ne? Das ist halt so, ja. Zwei schöne Stimmen aus dem Chat. Gerade Julikorn schreibt, Regel Nummer 1, sei niemals der Gastgeber. Das ist wahr. Und Exlobo gibt einen Tipp an dich gerade nochmal raus, Maxi, für Leute, die aus Bielefeld vielleicht zuhören. Es gibt ein großes orangenes Studentenwohnheim direkt am Bahnhof. Die O-Kiste ist das übrigens. Ja, was soll ich denn da machen? Da einfach mal hingehen und einfach mal klopfen. Einfach mal hingehen. Kannst wirklich, das ohne Scheiß. Hallo! Scheiß, da ist immer, Leute, ich will jetzt Party machen. Was ist denn los hier? Kein Scheiß, wenn du einfach mal so einen Träger Bier mit in der Hand hast, dann ist das gar kein Problem. Dann gehst du mit dem Träger Bier, dann denken die, ja, das passt schon. Wer sein Bier dabei hat, kann kein schlechter Tag sein. Ich bin aber, nee, da bin ich viel zu introvertiert. Ach, würde ich auch nicht machen, aber ich meine, es würde ich auch nicht machen, aber sollst du mal machen. Ich wette, es würde funktionieren. Das könnte ich nicht. Unsere größten Feiern waren so 60 Leute, mehr, dann wurde es auch eng, aber wir haben unsere Zimmer halt auch immer zugehabt. Wir waren wirklich auch nur in unserem Wohnzimmer oben. Clever. Maximal noch in der Küche, aber der Rest war halt zu, weil das natürlich für uns immer so ein bisschen, da hat man dann irgendwie, keine Ahnung, seine Sachen stehen, seinen PC stehen oder so. Oder ne, willst du halt nicht, dass dann da plötzlich einer... Das und dann kommen halt auch irgendwelche Leute, die du nicht kennst. Und echt, das ist immer mal wieder passiert, dass dann doch Leute da waren. Und bei uns irgendwann, also die eskalativen Dinger gingen dann auch bis früh morgens. Und dann sind dann halt echt, gingen irgendwann, wollten Leute nach Hause gehen und konnten nicht raus, weil zwei irgendwie im Hausflur am Vögeln waren auf der Fensterbank. Und er sich nicht rausgetraut hat. Und sagte, ich bitte jetzt eigentlich, muss ich zur Bahn, irgendwie einen Nachtbus kriegen noch. Ja, aber ich kann ja jetzt nicht rausholen. Du, ich kann ihn doch jetzt nicht rausholen, Mensch. Da wäre ich allerdings so, da wäre ich noch dran vorbeigegangen, noch vorbeigehen, so. Und nicht ohne Gummi. Ja. Das übrigens der große Unterschied zwischen Zweck-WGs und WGs mit deinen Brudis. Bei Zweck-WGs so, du kommst abends nach Hause, spät, 21 Uhr, hast laut Mucke geil irgendwie auf den Kopfhörern noch, gehst so rein, sagst leise, hey Leute, oder sagst einmal in den Raum, hey Leute, ich bin da, siehst nur das Licht brennen bei deinem Mitbewohner in der Tür, weil es unter der Tür durchscheint, aber wir hatten so Glastüren, war nicht so optimal, aber so, sagst das Licht durchscheinen, stehen zwei Schuhe vor der Tür, ein kleines Paar pinke Chucks und irgendwie ein Herrenpaar. Und dann nimmst du deine Stöpsel so raus, steckst die Stöpsel wieder rein im nächsten Moment. Lass die mal machen. Das ist die Nummer, das ist die Variante Zweck-WG. Variante Kumpel-WG ist, nimmst die Stöpsel raus, klopfst du mal an der Tür, Leute, kann ja noch was bringen. Seid ihr versorgt? Säckchen vielleicht. Ja, das ist auch so, bei uns das irgendwie so ein Mischmasch. Also natürlich ist das irgendwie aus Zweck entstanden, aber ich habe mich da mit dem Älteren, der jetzt halt auch, also ich wohne da jetzt circa seit 5 Jahren. Auch schon, krass, ja. In der gleichen WG. Genau. Das ist lange. Ja, die Zeit vergeht einfach und der ist halt schon ein bisschen länger da gewesen und also bald zieht es ihn auch weg, aber wir haben uns irgendwie auf Anhieb relativ gut verstanden. Nur das Zimmer, das kleinste Zimmer, da ist irgendwie da liegt ein Fluch drauf. Also da hat einer zusammen mit mir angefangen damals und der hat relativ schnell gemerkt, das ist nichts für ihn, also ist wieder weggezogen. Dann, dann kommen diese ganzen, also ich hatte deswegen auch ein paar WG-Castings bei uns, super Thema für gleich. Ja. Und kannst du gerne gleich anschneiden, also ja, du kannst gerne direkt damit starten, ich will auch unbedingt auf WG gehen. Ja, dann kam halt noch einer, der wurde dann relativ fix danach fertig und dann kam jetzt wieder einer und die waren halt, also mit denen konnte ich nie wirklich so connecten, tatsächlich, nur mit dem, der halt schon immer da war und da war es halt auch so, da geht man irgendwie auf diese WG-Partys oder so oder da sein Geburtstag, da waren halt die Zimmer schon offen. Ich habe extra aufgeräumt so, ja gut, wenn da jetzt noch jemand rumsteht, Nee, aber alle sehr, sehr gediegen, wahrscheinlich weil sie schon alle diese ganze wilde Phase hinter sich hatten, dann halt in der Küche und bei ihm im Zimmer. Bei mir dann saßen sie nur kurz, um mal zwei Worte zu wechseln im ruhigen Bereich. Ne? Sonst ohne alles, Scheiß. Alles bei uns haben andere Leute ihren Geburtstag in der WG gefeiert, weil es bei uns so geil war. Ja. Ja. Hilft ja nichts. WG-Castings, Digga, hau raus. Ja, also das ist ja auch so ein Thema für sich, weil, also da musst du halt immer gucken, ne? Es fängt ja damit an, derjenige, der auszieht, so ist das bei uns gewesen, oder ist es bei uns auch, der muss dann halt dafür sorgen, dass ein Nachmieter kommt. Mhm. Da wird halt dieser Artikel bei, weiß ich nicht, WG gesucht oder sowas reingeklatscht. Der obligatorische, den man schon so vorgeschrieben hat. Ja. Genau, dann noch kurz was zur Lage, was schön, und dann zu den Leuten, die hier wohnen, und ja, dann hast du es halt, dann werden halt Termine gemacht, dass alle drei da irgendwie Zeit finden, und dann hast du es typisch, entweder kommen sie oder nicht, melden sie sich nicht ab. Und da hast du ja so voll verschiedene Typen. Und das ist mega schwer, ne? Du kannst ja beim ersten Gespräch nicht unbedingt herausfinden, wie die drauf sind. Null, ne? Und bei den ersten zwei, dreien gibst du dir noch Mühe, und dann, wenn dann der Rest der irgendwelche 6 Leute noch kommen, dann denkst du dir so, boah, jetzt einfach nur noch abfrühstücken. Ja, was studierst du? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Was sind deine Hobbys? Ah ja, finde ich auch ganz okay. Ja, okay, ja, wir melden uns und so weiter. Irgendwann hast du einfach ne, keine Lust mehr drauf. Schreib's nochmal mit, was hat er angehabt? Ja. Genau, und dann machst du halt... Was hörst du für Musik? Genau, das ist auch immer ganz wichtig, was für Musik gehört wird. Und, Raucher, Nichtraucher, genau, natürlich. Du kannst dann halt auch nicht erahnen, wie der dann halt in der Dynamik funktioniert mit den anderen. Ja. Weil, ja, man ist halt, manche sind halt extrovertierter, andere introvertierter. Und ja, da gibt es halt auch mal so Leute, die, wie du ja eben schon sagtest, um so ein bisschen ins rechte Licht gerückt zu werden, bringen sie jemanden mit. Da hatte ich auch mal so eine gesehen, die hat dann ihre Freundin mitgebracht. Die beiden kamen zusammen einfach so negativ rüber. Die waren... Also, ja? Da ich weiß, was, wen schleppst du damit an? Was ist das für eine? Die ist ja voll weird, ne? Und irgendwie so total assi und so. Und du denkst dir so, oh nee, ey, die will man gar nicht hier. Oder du hast Leute, von denen du relativ überzeugt bist, und die haben dann aber plötzlich voll die verqueren Vorstellungen, was WG angeht. Wir wohnen sehr gut, muss ich sagen, von der Lage her. Relativ günstig auch, weil man muss sagen, da ist immer alles, die Zimmer sind da mega teuer. Aber dann kommen so, ja, nee, das ist Altbau. Also ich hätte jetzt gerne lieber irgendwie einen Neubau und weiß ich nicht und am besten noch Fußbodenheizung und dies und jenes, und du denkst dir so, wow. Aber für denselben Preis dann selbstverständlich. Ja, natürlich. Ja, also. Und selbstredend. Also die kriegen das dann irgendwie von Mami und Papi bezahlt, so erstes Semester und so, du denkst dir so, ja gut, mit deinen Vorstellungen, pff, ja, wird schwierig, da irgendwas zu finden, aber also ist okay. Kannst du wohl ein Zelt kaufen. Ja. Und dann hast du es dann irgendwie... Top-Campingplatz. Ja, dann findest du irgendwie doch mal 3 Top-Kandidaten und denkst dir dann so, okay, dann fragst du, setzt dich da mit deinen Leuten zusammen. Der eine hat sowieso nicht so viel zu sagen, weil er auszieht, dann mit den beiden, mit den anderen so, denkst du, okay, reden wir jetzt mal. Ja, einigst du dich auf die Top 1, so. Rufst du an, nee, ja, Leute, geht nicht. So, dann nimmst du, suchst dir den zweiten, ja, doch nicht. Und irgendwann schließt du einfach Kompromisse, weil du denkst, ey, du hast keinen Bock mehr, da jetzt noch 3, 4 Tage die Wohnung blitzeblank zu machen und dann nochmal jetzt hier eine Fuhre von Bewerbern reinzuhauen. Ne? Ja. Irgendwann macht man richtige Kompromisse, was das angeht. Also, wir hatten eine relativ, wir waren ja wirklich, ich war ausschließlich in der Phase, wo ich halt Bewerber gesichtet habe dann sozusagen. Also wir haben jetzt die WG gefunden und dann hinterher ging es nur noch darum zu gucken, wer ist mit am Start. Also ich war selber nie Teil des Vorstellungs, also war nie, habe mich nie so beworben darum, war aber ab und zu auch mal mit bei Freunden. Und da gab es Leute, die so mega überambitioniert dann so einen Fragenkatalog. Ja, was für Fähigkeiten bringst du denn mit in diese WG ein? Oder ja, angenommen, du wärst jetzt einen Tag in deinem Zimmer eingeschlossen. Was würdest du machen? So wie so. Ja, gut. Oh, Leute. Was zur Hölle? Wenn das Internet kaputt ist, was machst du dann? So. Oh. Und dann bist du echt so, komm. Geh ich raus. Keine Ahnung, geh auf jeden Fall nicht mit euch abhängen, ihr Lachse. Jedenfalls hatten wir hatten eine ganz kurze Phase nur, in der wir gesucht haben. Wir haben nämlich exakt 2 Bewerber da gehabt, bis wir dann eigentlich jemanden gefunden haben. Es ist halt so, dass, wie gesagt, unser Preis relativ hoch war und die Zimmer, die eigentlichen Räume relativ klein waren. So, dass man, also der hohe Preis setzte sich dann zusammen daraus, dass man halt ein großes Wohnzimmer und einen Flur und so weiter mitbezahlt. Das ist halt, ne, dann der Punkt, wenn man ein Wohnzimmer hat. Wie auch immer, das Zimmer war also relativ klein für einen hohen Preis und wir hatten dann einen Bewerber dort, ich weiß noch genau, wie er heißt. Der war eigentlich ganz cool. So, man war erstmal grob auf einer Wellenlänge. Das war ganz okay. Er war ein bisschen seltsam. Manchmal kam er mir vor und dann war er aber eigentlich sonst ganz cool. Und dann habe ich am Ende, weiß nicht, wir waren schon relativ weit. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, okay, lernst du mal noch, versuchst du noch ein bisschen kennenzulernen. Dann habe ich ihn so relativ unglimpflich gefragt, ob er eine Freundin hat. Und einfach, weiß ich, habe nicht lange noch nachgedacht. Und dann in so einem sehr zähen Gesprächsmoment hat er dann erzählt, dass er noch nicht so richtig weiß, ob er auf Männer oder auf Frauen steht. Was natürlich völlig okay ist, aber es war halt irgendwie so weird, weil ich hab's auch so dumm selbstverständlich gefragt, dass er, wenn er einen Partner hat oder eine Partnerin, dann, also wenn, dann ist eine Partnerin. So richtig so, und dann war es so unangenehm, weil dann, warum fragst du so und ist das für dich ein Problem? Und ich so, nein, Mann, das ist cool. So, und dann kamen aber die K.O.-Kriterien. So weit, so gut, ne? Dann kamen die K.O.-Kriterien. Ernährung, er Veganer, so weit auch, so gut, aber ja, aber es ist also für mich auf jeden Fall eine Sache, dass ich definitiv nicht, also ich kann nicht die gleiche Pfanne benutzen, in der ihr auch ab und zu Fleisch bratet, in denen ich dann mein Essen zubereite. Das ist nicht möglich. Und dann dachte ich so, was muss ich jetzt in unserer 3x3 Meter Küche oder 3x2 Meter Küche jetzt 5 Sätze Pfannen und Töpfe anschaffen, damit es irgendwie funktioniert mit ihm? Das war problematisch. Und er spielte Geige und wollte jeden Tag mindestens eine Stunde proben. Und dann war es wirklich auch so, ja, wir melden uns. Ist lieb gemeint. Naja, und die zweite Bewerberin, die kam dann auch mit einer männlichen Begleitung, so einem riesen männlichen Schrank rein. Also der war auf jeden Fall auch einschüchternd. Da habe ich gedacht, ob das so eine geschickte Wahl war, ihn mitzunehmen, weil er war total lieb. Aber erstmal so, erster Eindruck, so Brett. Und sie hat uns mindestens direkt dadurch schon überzeugt, dass sie gerade eine Ausbildung angefangen hat bei einem großen Bielefelder Lebensmittelkonzern und uns regelmäßig dadurch mit Fertigpizzen versorgen konnte. Über solche Argumente kann ich auch was erzählen. Und wir haben wirklich, ohne Scheiß, dadurch, über Ernährung müssen wir auch sprechen, wir hatten immer eine komplett volle Kühltruhe mit Fertigpizzen. Also, geil. Also die komplette Truhe immer. Sie hat immer was mitgebracht und die hatten Angebote da, in diesem Mitarbeitershop. Das krasseste Angebot oder die krassesten Angebote, 5 Thunfischpizzen für 1,50 €. Was? Oder da fange ich auch an. 7 Spinatpizzen für 1 €. Niemals. Für 1 €. Krass. Und runtergerechnet, das sind keine 20 Cent pro Pizza. Was zur Hölle? Und im Laden ist das dreifach so teuer. Und unsere Truhe, Alter, das war alles voll. Und Müsli von eben demselben Hersteller konnte sie auch günstiger besorgen. Die hat, glaube ich, das war ein bisschen teurer, 1,50 € oder 1,70 € für so eine Packung Müsli. Aber halt das deluxeste Müsli hat sie immer mitgebracht. Ja, auch Sachen, die noch nicht auf dem Markt waren und so ein Scheiß. Vielleicht kennt jemand den, auch von dieser besagten Marke, über die wir nicht reden wollen, den Pizza-Burger. Den hatte ich schon, ich würde sagen, 1,5 Monate vor Marktrelease hatte ich den schon bei uns in der Küche. Ein Pizza-Burger-Hipster. Ja. Das war jedenfalls war ein Plus und da haben wir direkt gesagt, ja, ist sympathisch. Und außerdem fanden wir es auch gar nicht so eine doofe Idee, ein Mädel noch mit drin zu haben. Eben, ich glaube, das ist auch meine Meinung dazu. Also, seid ihr in gemischt WG? Leider nicht. Also wir hatten das tatsächlich mal vorgehabt. Es haben sich auch einige Damen damals beworben, aber es gab halt immer irgendwas, was da nicht passte. Also wie eben schon gesagt, die eine mit der Freundin da und die waren irgendwie so zusammen, so wie das halt so ist, wenn Frauen im Duo unterwegs sind, sind die ganz anders. Andere wollten nicht, wo ich auch dachte, so Mann, die passt so gut rein, die wird jetzt irgendwie eine andere Dynamik reinbringen. Den Bums mal auflockern. Und jetzt hatten wir auch letztens dann, also weil der andere da jetzt auch aus diesem kleinen Zimmer auszieht, weil er jetzt fertig ist, hat er uns relativ, das war ein bisschen schade, der hat uns damit ein bisschen überrumpelt, weil ich bin jetzt hier in Bielefeld im Praktikum so und er sagte so, du Leute, ich bin jetzt Anfang September bin ich weg, habe zufällig ein Angebot bekommen, dass ich mit meinem guten Freund da zusammenleben kann und wir so beide so, oh, ja, das ist ja jetzt toll, ne? Und dann mussten wir halt relativ schnell Ersatz finden, deswegen hat das mein anderer Mitbewohner gemacht. So, der hat mir zwar Fotos gesendet von den Dudes und auch ein paar Background-Infos gegeben, aber es ist halt nicht das Gleiche. So, nee, voll. Ja, ist schwierig. Auf richtig schwierig. Und das Problem ist, die werden ja auch immer jünger und wir werden halt auch immer älter. Ne? Wir beide kommen ganz gut klar, aber der Abstand wird dann immer größer. Als Eingesessene. Ja, also er 30 ist, ich jetzt fast 26, das wird halt, das ist der Unterschied nicht so groß wie jetzt zu Anfang 20. 20 bis 18, ne? Und dann haben wir uns halt doch für einen entschieden, der nach der Meinung meines Mitbewohners schon relativ gut reinpassen würde und auch mal gerne feiern geht und so. Aber er hat auch beiläufig erwähnt, dass seine Mutter irgendwie bei einem Bierkonzern arbeiten würde. Aha, so. Okay. Und beiläufig mal gedroppt. Und da dachte ich mir so, ja gut, man kann es ja mal versuchen. Vielleicht gäbe es da wohl auch ab und an mal nette Angebote, wer weiß. Kam der schon wie bei Donkey Kong auf so ein Fass reingerollt. Wäre, also ich sag mal so, bei uns in der WG würde Bier nicht schlecht werden. So. Das kenne ich. Ja. Und gab es tatsächlich, aber jetzt hau mal raus mit der Sprache, gab es ab und zu mal... Ja, also, nee, also der kommt jetzt erst. Jetzt kommt der. Genau, aktuell. Okay. Ich dachte, also ich hab diesen Dude noch nicht gesehen. Habt ihr noch ein Zimmer vielleicht? Mein Zimmer ist groß genug, dass ich da noch jemanden reinpacken könnte. So. Also an alle die im Chat gerade was suchen. Kurz eine weibliche Stimme tatsächlich aus dem Chat. Finde ich jetzt gerade ganz cool, weil wir das hatten. Als Mädchen habe ich immer lieber mit Kerlen zusammen gewohnt. Ein Jahr nur mit Steinmetzen, ein Jahr in der Haus-WG mit Instrumentenbauern. Oha. Beide Jahre ultra geil, aber ich war viel zu oft betrunken. Naja, aber es ist tatsächlich auch so. Also man hört das ja öfter, dass Mädels auch sagen, so, dass sie besser mit Typen klarkommen, weil die in irgendeiner Hinsicht unkomplizierter sind als Frauen. Frauen gehen sich irgendwie anscheinend gerne an die Gurgel, was ich auch nachvollziehen kann. Also und wenn man unter... Gehst du denn auch gerne an die Gurgel? Ja. Ich glaube, der Mix macht's aber. Der Mix macht's da. Definitiv. Ja. Irgendwie, also in beide Richtungen irgendwie funktioniert das von der Dynamik her. Also ich habe da auch sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Natürlich gab es auch mal irgendwie stressige Geschichten. Ja, über bestimmte Sachen regt man sich halt auf. Stichwort Putzplan. Braucht man ja nur anreißen und alle Leute, die jemals in der WG gewohnt haben, sind getriggert auf ihr Leben. Aber wie gesagt, ich verstehe es ganz gut und es war halt irgendwie auch ganz witzig, weil sie war schon auch dann eine coole Sau und war so Metalhead-mäßig unterwegs und hatte dann auch partnermäßig dann entsprechend so Typen mal mit dabei und einer ihrer Ex-Freunde war irgendwann mal bei uns auf einer der WG-Partys und irgendwann hat er sich mitten auf unseren Wohnzimmertisch gestellt. Ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Er war mitten in der Party auf dem Wohnzimmertisch, holt seinen Lörres raus und macht den Propeller. Nein! Richtig hart. Es waren auch nur Dudes im Raum und ein Girl, glaube ich, ne? Crazy. Und das war seine Freundin. Nee, die auch nicht. So ein Mädel war irgendwie noch da, die komplett verstört war in dem Moment. Und sonst waren halt irgendwie 20. Normalerweise, das war übrigens eine Party. Ihr habt alle geantwortet und dann synchron. Das war eine Party von ihr übrigens. Wenn sie Partys gemacht hat, dann waren immer fast nur Dudes da. Ich würde sagen, so Verhältnis 5:1. Und sonst, wenn wir Partys gemacht haben, war das Verhältnis immer 3:2 Mädels. Wir haben natürlich immer zugesehen, dass wir eine gute Quote schaffen. Ja, wenn du clever bist, machst du das so. Aber Frauen wollen keine anderen Frauen dabei haben. Lieber nicht, lass mal. Ich bin der Mittelpunkt der Sache hier. Also das war schon irgendwie ganz witzig. Jedenfalls war immer, was man immer ganz klar wusste, wenn sie nebenan in ihrem Zimmer, normalerweise hat sie nie in ihrem Zimmer Musik gehört. Wir hatten halt oben eine geile Anlage und das war immer Und bei ihr lief ab und zu, dann so richtig Hard Metal Musik, aber richtig heftig so. Ist auch am besten. Keine Ahnung. Das übertönt alles. Und dann hörtest du nur so leicht im Takt zu Brothers everywhere, raise your hands into the air. Nein. We're warriors, warriors of the world. Oh, geil. Like thunder from the sky. Genau. Born to fight and die. So Mellow War von der Seite und so. Mellow War ist mir in der Hinsicht doch zu langsam. Ja, das ist dann gut. Seltsam dafür, ja, aber gut. Das war immer schön. Also wenn man es dann im Kopf hatte und da wusste man immer direkt, fuck Metal-Musik, ich mach mal selber die Stöpsel wieder rein. Naja, so war's. Das Pornröschen hat übrigens auch gerade so grundsätzlich nochmal in den Chat geschrieben. Ich kann gar nicht mit Frauen. Ich hasse Zicken und vor allem in der Zockerszene diese Mädels. Hallo, ich bin ein Mädchen. Wisst ihr es auch alle? Ich bin ein Mädchen. Ich habe Brüste. Schenkt mir ganz viel und schenkt mir all eure Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich ein Problem, wenn sowas in der WG jetzt so liefe. Aber diese Erfahrung habe ich, wie gesagt, so nicht gemacht, auch in gemischten WGs. Dass dann eher man da eben sich auf einer menschlichen Ebene ganz gut verstanden hat. Mhm. Und Finger weg vom eigenen Team. Natürlich in der WG möglichst kein Geschnacksel unter Mitbewohnern. Das könnte kompliziert werden. Dangerous. Ja, schnell, ja. Also ich wohne in einer WG, wo zwei, also die beiden, die auch da geblieben sind, ja, die sind auch schon seit 8 Jahren zusammen oder so. Das heißt, okay. Und die sind dann als Pärchen der Grundstock der WG. Genau. Und die haben halt ein großes Zimmer gemeinsam und dann sind halt noch 2 andere Zimmer da, wo ich und jetzt halt auch noch eine Mitbewohnerin da am Start ist. Ja. Also das heißt, ja gut, die beiden sind halt schon Ewigkeiten zusammen. So, das ist dann nochmal wieder eine andere Dynamik. Aber das ist, ich kann mir das schon vorstellen, dass das doch sehr unangenehm sein könnte. Wird weird, wenn man sich dann morgens so auf dem Flur trifft, so denkt sich so, ja gut, gestern noch geschnackselt, heute. Was sagt man? Hallo? Du machst die Zeitung direkt ein bisschen höher, so, tschüss. Und wie hat's dir so gefallen gestern? Ja, schönen Abend gehabt. Ja. Ich hatte fragst du der Dritte oder so und du denkst dir so, ja gut, prinzipiell schon, aber was soll ich sagen? Jetzt retrospektiv ist mir ein bisschen war peinlich. Unangenehm. Dazu auch die, ich habe den Faden verloren. Macht nichts. Irgendwas mit nicht im eigenen Teich fischen. Muss ich mal gerade... Ach so, genau, dazu wollte ich noch jetzt sagen. Muss ich mal gerade im Chat hier dem Lobo antworten. Ich glaube, du hast mich gerade falsch verstanden. Es ging darum, dass ich das eben nicht... also Lobo schreibt gerade, der Maxi macht sich die Mitbewohnerin klar. Wo ich sage, nee, das ist ja exakt das, wo wir gerade drüber sprechen, dass das nicht irgendwie wohl ich am Start ist. Nicht. Den unangenehmen Fall, den ich da erlebt habe, ist, oder was heißt unangenehm, aber den bisschen weirden Fall, dass ein Pärchen dann irgendwann auseinander war und trotzdem noch 1 Jahr lang oder mindestens ein halbes zusammen in einer WG gewohnt haben. Das ist ätzend. Das ist halt irgendwie auch ein bisschen weird dann, ne? Also so erwachsen kann keiner sein, dass er noch ein halbes Jahr mit seinem Ex zusammen ist. Dass es dann so vor allen Dingen richtig gut funktioniert, kann man sich schwer vorstellen zumindest. Ja, also das ist schon sehr schwierig. Sehr erwachsen. Stell dir vor, der bringt da irgendwie eine Olle mit nach Hause oder so. Da ist nämlich dann, glaube ich, dann für viele wäre da die Grenze. Sie steht im Schlafanzug und ja gut, das ist meine Mitbewohnerin. Ich war mal ein paar Jahre mit der zusammen. Ich möchte wir haben über den Putzplan gerade eben schon gesprochen, den obligatorischen, das muss auf jeden Fall auch angesprochen werden. Mhm. Wir waren ja, wie gesagt, als Gemeinschafts-WG so ein bisschen der Meinung, dass sich solche Sachen auch selbst regulieren, weil man auch selbst vieles füreinander tut. In vielen Sachen hat das funktioniert. Zum Beispiel, was ich in sonst ganz wenigen WGs nur kannte, hatten wir einen gemeinsamen Kühlschrank. Und zwar komplett gemeinsam. Mhm. Es gibt ja sonst diese WGs, also es gibt da Mischformen. Es gibt einmal das, wie wir es gemacht haben. Wir haben halt einfach alles gemeinsam angeschafft. Ja. Reisnudeln, Pizza, Müsli hat so dann die Kollegin beigesteuert. Dann habe ich meinetwegen abends noch Fleisch gekauft und was zu essen klar gemacht. Und der andere Kollege hat dann das Bier eingekauft. Kein Scheiß. Ja. Wirklich, so war es dann irgendwie aufgeteilt. Man hat dann irgendwie sich auch so in Flow eingefahren, dass jeder irgendwie das Gefühl hatte, er gibt ähnlich viel aus. So, oder steuert ähnlich viel bei. So rum. Und dann gibt es ja WGs ganz krass anders. Da gibt es dann heftige Fächer. Ja. Also grundsätzlich Fächer ist ja nicht verkehrt. Wenn jetzt einer, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt einen Joghurt kaufe und will den essen, dann ist klar, wenn ich einen Joghurt kaufe, dann ist das klar, den kaufe ich irgendwie ja für mich. So. Dann muss man auch bei uns, bei 3 Leuten geht's halt, da ist es auch übersichtlich. Mhm. Da muss man dann nicht irgendwie noch einen Zettel dran machen oder so. Aber dann gibt es, wie gesagt, es gibt andere, da sind dann 6 Leute in der WG und jeder hat sein eigenes Stück Butter. Mhm. So, das ist halt das komplett andere Extrem. Hilft ab einer bestimmten Größe, geht's, glaube ich, fast gar nicht mehr anders. Aber ist halt ein bisschen kacke irgendwie. Ne? Also das ist so, das ist dann geht sehr Richtung Zweck. Also wir haben da eher so ein Hybrid draus. Wir haben auch erstmal so eine Einkaufsliste. Sprich, da kommen halt solche Sachen wie Putzmittel und so drauf. Sachen, die halt gemeinschaftlich genutzt werden. So, dann eben zu der Sache Veganer. Ich lebe mit einem Veganer zusammen. Der ist jetzt nicht so einer, der einen versucht zu reformieren oder so. Der hat auch mit uns zusammen die Pfannen geteilt. Jetzt hat er sich auch dann irgendwann eigene geholt. Okay, da ist er dann auch so drauf. Ja. Also, ja, der hat halt mit uns auch zusammen gekocht. Das war jetzt gar nicht das Problem. Er hat sich halt welche geholt, hat sich gegönnt und soll er halt nutzen. Ne? Wenn er sie hat, dann soll er. ja, also wir kaufen dann halt solche Sachen wie Zwiebeln zum Beispiel oder Knoblauch wird auch zusammen gekauft, aber sonst hat jeder halt seine... Zwiebeln, Knoblauch, Klassiker. Genau. Sonst wird alles halt einzeln gekauft. Oder wenn wir mal Besuch haben und wir dann kochen wir meistens am Wochenende zusammen, dann wird das halt für das eine Wochenende wird das dann gesplittet, so alle Zutaten. Aber sonst macht da jeder seinen eigenen. Das kann halt so ein richtig heftiges Level an Awkwardness irgendwie auslösen, wenn man dann auch so extrem, also wenn alle so extrem drauf bedacht sind. Also ich habe ja gestern für 12,50 € hat das Abendessen, was ich gekocht habe, gekostet. Jetzt hast du was gekocht, das hat jetzt aber nur 10,80 € gekostet. Wie machen wir das denn jetzt mit den Differenz? Kriegt jetzt dann jeder von dir noch 34 Cent oder wie verrechnen wir das? Oder bringst du dann morgen das Pfand weg und behältst einfach das Geld, was du rauskriegst? So, Mann, ob du die Stolz hältst. Ob du die... Fuck you, Alter. Ja. Nee. Das gibt es. Das gibt's, ja. Ja, man erlebt es. Da fällt mir ein, wir hatten dann auch mal einen Bewerber, der uns dann erzählt hat, der musste da aus dieser WG raus, weil der kam halt mit den Leuten nicht klar, weil die waren auch solche Hardliner. Und da hat er irgendwie erzählt, keine Ahnung, ab 9 oder so hat da auch jemand einfach das WLAN ausgemacht. Hat er einfach gesagt, so, nee, Leute, jetzt ist kein Internet mehr. Total weird, diese ganzen Leute. Also da könnte ich auch nicht. Bei uns ist das mehr so, okay, ja, wir haben uns jetzt Essen geholt, wir splitten das oder dann haben wir die Liste, da wird ein bisschen aufgerundet, abgerundet, so, aber jetzt nichts Großartiges. Da kommt jetzt nicht einer so, Moment, du schuldest mir noch 34 Cent, ne? Das hat Bier gestern da hast du mir nur 5 € gegeben, kostet aber mehr, ne? Hier, so, bei diesen kleinen Beträgen wird da auch nicht großartig gemeckert. Mhm. Was ja auch man muss halt irgendwie natürlich gucken, Alter. Wenn man jetzt einen, keine Ahnung, gemeinsamen Fernseher anschafft und der kostet 500 €, dann ist es schon ganz geil, wenn man grob teilt. Ne? Ja, schon. So, und nicht einer sagt, ist okay, wenn ich nur 10 € gebe. Ja. Obwohl da dann immer die Überlegung ist, irgendwie, was ist denn, wenn dann jemand auszieht und man hat dann wirklich was Teures zusammen angeschafft und wie geht man da dann wieder auseinander? Also da sind Sachen, wo ich sagen würde, vielleicht nicht. Der große Vorteil war, unsere Mitbewohnerin, Gott hab sie selig, ist wirklich, waren dann auch, was das angeht, ein Glücksgriff, hat kurz nachdem sie eingezogen ist, auf der Eröffnungsfeier ihres Arbeitgebers bei der Tombola einen großen Flachbildfernseher gewonnen. Oh, sehr gut. Kein Scheiß. Und der passte in ihr Zimmer halt eh nicht rein. Und dann hat ihr das Ding halt natürlich schön oben hingestellt. Und wir hatten so ein richtig fettes Teil. Wir hatten vorher da so eine alte Röhre von mir stehen und dann waren wir danach richtig Deluxe ausgestattet. Muss man sagen, war einfach auch ein bisschen Glück natürlich dabei, aber definitiv sehr Deluxe. Also mein Mitbewohner, der hat dann auch bei so einem großen Konzern gearbeitet, Elektronik. Und da hat er halt auch mal eine Waschmaschine sehr günstig bekommen. So, er hat gesagt, müsst ihr nichts dazu zahlen. Also eigentlich benutze nur ich sie, der andere Mitbewohner ist dann immer nach Hause gefahren, weil er es nicht so weit hatte. Und ja, der sagt halt, wenn er weg ist, ist die auch weg, logischerweise. Ist halt eine brandneue, dicke, fette Waschmaschine mit 6 Milliarden Funktionen und so. Ja. Aber er sagt halt, ja, keine Ahnung, kannst du halt nutzen, ne? So musst halt nur gucken, dass Waschmittel und so da ist dann, ne? Also das ist dann schon mal ganz gut. Ja. Und sonst hat man auch mal so Sachen, die man für die WG anschafft oder mitbringt und die einfach da lässt, ne? Also es gibt halt irgendwann... Der klassische WG-Fundus, wo man das so lange nicht mehr nachvollziehen kann, wann das dazu gekommen ist. So ein Pizzaschneider, ist der von dir? Nee, der war schon vor mir da und von dem anderen war der auch schon da. Keine Ahnung, wo wir ihn da gehört. Wahrscheinlich noch von Oma vom Krieg noch. So. Ja, wirklich. So. Das ist aber auch, ich habe auch unseren Nachmietern eine ganze Menge dagelassen, so an der Grundausstattung, weil ich dann halt den Kram irgendwann nicht mehr brauchte. Ich habe damals von meinem Vater so altes Geschirr, so quasi als Ausstand, auch wirklich so zusammengewürfelten alten Kram, habe ich halt bekommen. Ist aber auch sympathisch so. Also ich finde das unsympathisch, wenn man in so eine WG kommt und du hast halt nur so zusammenpassende Teller und jeder hat so genau dasselbe. Ja. Das finde ich total unsympathisch. Ich will, dass jeder eine andere Gabel hat. Scheiß drauf. Da will doch jemand die Welt brennen sehen, ey, wenn alles so schön aufeinander abgestimmt wo man, ist. In der WG. Das wo man richtig weiß, oder was? Die sind zusammen bei der WG-Gründung einmal alle zusammen so zu Ikea und haben dann da irgendwie gemeinsam so ein Ding angeschafft. Also, aber das geht halt auch witzig mit den Sachen, die sich dann anstapeln. Ich weiß gar nicht mehr. Man hat ja auch unterschiedliche Beziehungen zu Haushaltsgeräten dann dort vor Ort. Ich war zum Beispiel, ich konnte sehr gut mit dem Pfannenwender. Das waren der und ich, wir waren einfach ein Team. Wir waren ein gutes Team. Spülen per Hand oder Spülmaschine? Hand. Ja, leider per Hand, muss man sagen. Also, das ist auch immer dann die Sache, ne? Macht ja nicht jeder direkt und so. Und ja, das ist was ich nicht verstehe. So. Weiß ich nicht. Wenn ich dann nach Hause komme und am Kochen bin, dann will ich ja erstmal essen. Und nach dem Essen bin ich dann auch erstmal gesättigt und muss erstmal kurz abfressen. Ja, dann sitzt du da und denkst du, boah, jetzt bin ich aber erstmal voll gefressen und dann vergisst du es auch erstmal. Also wenn ich wirklich was koche oder sowas, dann spüle ich, bevor ich esse, schnell. Weil ich ganz genau weiß, dann kommt nämlich Fressstarre, Suppenkoma. Und das ist Kacke. Ich mach das dann einfach schnell, kipp das aus, mach sofort sauber und dann weiß ich, okay, wenn ich gegessen habe, bin ich auch erstmal durch. So. Ja. Ist, wie gesagt, macht in manchen Fällen dann gibt Sinn, halt verschiedene Philosophien. War aber dann bei uns auf jeden Fall auch nicht. Wir haben auch immer heftigst gestapelt. Bis es nicht mehr ging, bis man sagt, fuck ey Leute, wir haben keine Messer mehr. Aber dann hat man auch wieder einen Grund zu feiern. Dann holt man sich dafür extra so einen 20er, etwas kleineren Kasten Bier und dann ist es halt Spülparty. Oder man holt, lädt Freunde ein. So. Ey, pass auf, ich koche uns was Schönes, aber hinterher wird gemeinsam gespült. Auch das haben wir gemacht, aber vor allen Dingen haben wir es irgendwann total wertgeschätzt. Also wir haben halt immer gemeinsam gespült. Es gab nie einen Einzelspüldienst, sondern wir haben es immer zu zweit oder zu dritt gemacht, sodass zwei haben meinetwegen gespült und der andere hat irgendwie mal ein bisschen die Regale abgewischt oder den Müll fertig gemacht und so. Und haben das dann richtig, das hat dann lange gedauert, auch so ein großer Abwasch, echt eine halbe Stunde oder so. Ja, das waren so richtig große Abwäsche, auch so wo der Topf, wo man echt lange schrubben muss, dass man die alten einweichen lassen und so Sachen, wie auch immer. Jedenfalls sind da total gute Gespräche. Also mit unsere besten WG-Gespräche hatten wir beim Spülen. Das ist wirklich so. Und es war dann irgendwann, und Ideen auch, es kam dann irgendwie, wurde dann rumgesponnen, wie man die Weltherrschaft an sich reißen könnte. Und mein Mitbewohner hat immer noch, mein ehemaliger, hat immer noch die feste, den festen Vorsatz, irgendwann mal das Buch Spülgeschichten rauszubringen, indem wir die besten zusammengetragenen Storys von. Aber ich glaube, die Geschichte oder die Idee kam schon in vielen WGs, von wegen, ey, das was wir gemacht haben, muss man echt gemacht haben. Aber das ist nur die Idee, aber keiner setzt es um. Genau, das ist es halt. Auch. Das als Setting höchstens zu nehmen, als Rahmen für so ein Buch. Eben war ja hier Laura vom Gorilla Verlag, war eben kurz im Chat, habe ich gesehen. Also, falls du das möchtest, die Idee ist, glaube ich, noch zu haben. Da gibt es bestimmt einige schwarze Geschichten auch. Aber es ist wirklich so, dass in der Küche die besten Gespräche entstehen. Wir haben zwar wirklich so eine ganz kleine Küche, wo wenn zwei Leute schon der eine spült und der andere kocht, da rempelt man sich an und steht sich so hart im Weg. Aber ich stehe manchmal auch dann einfach so in der Küche am Fenster, gucke ein bisschen raus und rede mit meinem Mitbewohner und da kommen echt die besten Gespräche raus. Das ist auch einfach so. Kurze Frage eben von Julians Zeug. Wie ist das mit weiblichem Besuch? Gibt es dort Neid oder wird in der WG über diese Person auch mal hart gelästert? Also sagen wir mal weiblichen oder andersgeschlechtlichen Besuch. Ja, ist ein guter Punkt. Kann ich gerne an euch weitergeben. Habe ich auch noch mitbekommen tatsächlich bisher. Also keine heimlichen. Und ich selber habe da auch keinen Damenbesuch in dem Sinne gehabt. Du bist ja jetzt auch, also, du bist ja neu in Bielefeld. Naja, also ich habe da tatsächlich nichts von mitbekommen, weil ich bin halt immer kurz und meistens wirklich mitten in der Nacht irgendwie da und dann schlafe ich da auch eben nur und dann geht's halt wieder hier hin. Von daher habe ich noch nichts mitbekommen. Also mal gucken. Ich werde berichten, falls sich was ergibt. Bei mir ist das halt so, der eine Mitbewohner ist halt schon immer vergeben gewesen und ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der ganz viel Damenbesuch mitbringt, aber der andere, man munkelte, er hat mal eine Geschichte erzählt, er habe wohl dann, da gibt es halt so ein Event, da kann man sich anmelden und wird zusammengewürfelt und kocht dann für alle. Also dann kriegt das eine Team Vorspeise, das andere Team Hauptspeise, das andere Nachspeise. Und dann gibt es immer danach eine dicke Party und das ist dann wohl auch so, da schnackseln sie alle miteinander irgendwie. Und der soll wohl mal eine mitgebracht haben. Aber wir haben davon halt nichts mitbekommen, was eigentlich unmöglich gewesen wäre. Und da wurde halt auch lange drüber gedacht. Man so, komm, du lügst doch. Typisch so, konnte sich nicht an. Aber das ist ja dann kein Lästern in dem Sinne. Das ist ja dann aus Scheiß. So. Dann verarscht man sich ja einfach. Ja, und wenn ich da mal jemanden mitgebracht habe, also jetzt nicht aus diesen Gründen, sondern einfach nur so, dann hieß es auch so, wer ist das denn, was läuft da? So, man trifft sich halt einfach nur so, alles gut. Aber da wird dann schon schön auf die Finger geschaut, was man in der WG macht. Also bei uns war schon der ein oder andere Damenbesuch damals dort vor Ort. Und mein Mitbewohner hat sich immer darüber aufgeregt, dass wenn er Damenbesuch hatte und dann den nächsten Morgen mit ihr in der Küche beim Frühstück saß, mein Eingang, mein Zimmereingang war halt direkt gegenüber vom Türeingang der Küche. Die Küche hatte keine eigene Tür, weil es einfach dazu eng gewesen wäre. Und er hat sich immer darüber aufgeregt, wenn ich dann morgens aus meinem Zimmer raus bin, in Unterhemd und Boxershorts und mich erstmal lassiv in den Türrahmen gelehnt habe und sie begrüßt habe. Und guten Morgen, wie geht's? Oder sogar oberkörperfrei oder so. Er meinte immer, da habe ich mich drüber, das war wirklich das unverschämt. Alter. Das hat so gesagt, das jedes Mal immer wieder. Und ich habe schon manchmal gesagt, na Dirk, hast du wieder nichts zu tun? Wolltest du nicht gerade ins Bad? Ja. Und ich stand dann halt immer und hab dann auch gar nicht so drüber nachgedacht. Weil, das muss halt dazu sagen, gerade in der Zeit am Anfang, als wir nur zu zweit waren, wir hatten nie eine Hose an. Wir hatten nie eine Hose an. Das ist wirklich Luxus. Kein Scheiß. Wir waren immer schön in Shorts, saßen wir oben auf unserem roten Sofa, über das ich gleich noch sprechen muss. Casting Couch. Aber ich habe das, so mit Gästen ist das auch immer weird. Also mein Mitbewohner bringt dann auch immer wieder mal irgendwelche Leute, die von jetzt mittlerweile außerhalb wohnen. Ne? Wenn ein Studium vorbei ist, dann ziehen sie in die ganze Welt und so und kommen halt zu Besuch. Dann wird wenigstens mal höflich gefragt, so, du, kann er da bei dir mal knacken oder so, wird auch Bett neu bezogen und alles. Aber wenn man dann halt selber mal da ist und im anderen Zimmer irgendjemand pennt oder so, man weiß irgendwie davon nichts, die kommen von der Party wieder, stehst du morgens auf, steht da so ein fremder Dude, du denkst so, kommst da so völlig verschlafen in den Boxshorts raus, so, wird schon passen. Toi, toi, toi. Na, wie geht's dir? Was machst du hier? So. Und dann so, du, wer ist das? Ach so, ja, nee, das ist ein Kumpel. Ah, moin, alles klar. Moin, ich bin's, der Doms. Ja, dann immer so, hi, ich bin der Mitbewohner. Hi, okay. Ja, das ist auch mal diese Vorstellung, so, du wirst irgendwo mitgenommen zu irgendeinem Party oder einem Geburtstag. Ja, das ist übrigens mein Mitbewohner. Ah, ja, cool. Der Marcel bat gerade seine WG-Story auch noch vorzutragen. Die wurde jetzt auch schon zum 3. Mal angelaufen. Ja, ich kann sie ja mal kurz vortragen. Hau raus. In meiner WG, da schreibt Marcel, in der ich nur kurz war, gab es wechselnde Mitbewohner, weil der Hauptmieter länger weg war und Leute zur Zwischenmiete da hatte. Ja, das ist natürlich dann, da ist viel Fluktuation. Die waren alle richtig schräg und hatten übertriebenes Mitteilungsbedürfnis. Die haben abends nach der Arbeit auf mich in der Küche gewartet, um einen Monolog über ihren Tag zu führen. Und dann kam der Hauptmieter und ich dachte, endlich! Leider war das der übertriebene Putzwichtige und hat total strenge und getaktete Putzpläne aufgestellt. Beides Dinge, die Marcel nicht gerne mag. Über persönliche Befindlichkeiten reden, weder über seine noch über die von anderen Leuten und regelmäßige Putzpläne. Das sind Dinge, mit denen man Marcel in einer WG definitiv auf den Sack gehen kann. Deswegen ist er aber auch bei kein WG-Fan. Ja, auch bei der Arbeit. Und ich dachte, Marcel interessiert sich für mein Leben, aber nein. Aber nein. Schade. Trotzdem höre ich damit nicht auf. Leider nein, leider gar nicht. Was ist euer beliebtestes WG-Essen? Habe ich mir noch als Frage an euch aufgeschrieben. Was gab es am häufigsten bei euch in der WG? Ich habe bisher immer nur selber gegessen irgendwie. Du isst alleine im Regelfall. Wenn ich überhaupt in der WG esse. Also ich esse meistens irgendwie... Unterwegs. Hier, also Bufffood. Ja. Bufffood. Oder halt irgendwas Schnelles. Dann ist halt mal so der Klassiker, das gute alte Huhn. Also Huhn und Reis und so und so. Huhn. Also halt irgendwelche schnelle Rotze irgendwie. Also ich habe jetzt noch nicht die Stories mit WG-Nahrung tatsächlich. Okay. Bier. Bisher war es meistens Flüssignahrung, ja. Also, ja, wie ich ja eben schon angeteasert habe, habe ich ja ab und an mit meinem Mitbewohner dann zusammen gekocht. Dann halt vegan. Weil ich bin ja den Ganzen auch offen gegenüber, wenn ich passe mich der Sache dann an. Und da war es meistens irgendwie so ein Nudelauflauf. Okay. So ganz, ganz gut gemacht eigentlich, der kann ganz gut kochen. Oder halt dann schon so scharfe Sachen. Also wir beide stehen total auf scharfes Essen und dann wird halt sowas gemacht. Nice. Meistens. Da nehmen wir halt uns auch Zeit dafür und machen wirklich was Ausgewogenes, was Schönes. Ja, weil es dann sowas wie, das hat einen Event-Charakter, tatsächlich, muss man dann zugeben. Wir haben es auch echt eigentlich immer versucht, so zweimal die Woche mindestens, was heißt, das haben wir gar nicht so bewusst versucht, also wir haben jetzt nicht gesagt, wir treffen uns irgendwie jeden Mittwoch, sondern es hat sich dann ergeben, so von unseren Studentenzeiten oder wie auch immer, dass wir mindestens 2, vielleicht sogar 3-mal die Woche abends gemeinsam gegessen haben. Und dann haben wir auch echt oft richtig gekocht. Mhm. Also so schön Spaghetti Bolognese oder auch mal irgendwie gefüllte Paprika oder so wilde Sachen irgendwie gekocht. Und wollte ich gerade sagen, wir haben da richtig gekocht, so Spaghetti Bolognese. Ja, nein. Ja, Moment. Ketchup, Moment. Die Zutat. Ja, aber schon eine geile Bolognese. Also so, weißt du, mit Rotwein und klein geschnittener Karotte und Sellerie und so. Also so eine feine Bolognese, die, wo man ein bisschen dran sitzt. Oder was hatten wir auch, Schweinefilet in Pilzrahmsoße oder Oh, der Spinat-Mascarpone-Lachs, der war auch richtig großartig von meinem Mitbewohner. Der hat noch was Tolles. Und dann habe ich noch häufiger mal Birne und ach, was haben wir alles gemacht? Tortellini, Käse, Sahne. Naja. Oh, oh, in den... Oh, ein Subscriber. Mitten in unserer Radio NerdStar-Folge. Woo! Danke, Thomas Hans. 978 für deinen Sub. 499er Sub. Dankeschön. Herzlich willkommen bei uns in der NerdStar Family. Danke, danke. Sehr nett. Danke, wirklich sehr nett. Wir sind gerade dabei, einen Podcast aufzuzeichnen. Also für alle, die sich jetzt gerade wundern, wie gesagt, wir sind immer noch im Livestream. Ey, alles gut. Wir müssen schon langsam Richtung Ende. Habt ihr noch irgendwas als WG Erinnerung oder was verknüpft ihr so am krassesten mit WG? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, ey, das ist irgendwie für mich, das ist für mich WG? Also das ist eine Story, die nicht aus der eigenen WG, wie gesagt, das ist noch nicht so lange. Das war, da haben wir mit dem Fachabi damals zusammen mit ein paar Leuten einfach in der Stadt gefeiert und sind dann noch mit zu Klassenkameraden in die WG und haben da gepennt. So, mehr war das nicht. Und waren dann eben unterwegs. Also ein bisschen klassisch Gangbang und so, ganz normal. So ja. Ungefähr, genau. Ja. Nee, halt all diese Experimente. In der Stadt unterwegs gewesen, bis irgendwie 3 Uhr oder sowas, dann in die WG, relativ schnell auch eingepennt, weil war ein harter Abend. Ja. Und dann irgendwann aber wach geworden, weil irgendwann um 5 oder sowas fingen dann die Mitbewohner an, da Party zu machen irgendwie. Und so, oh, fuck, okay, fuck, yeah. Irgendwie weitergeschlafen, so gut es ging. Und dann um 10, glaube ich, wurde dann nochmal einer von uns wach, der schon bekannt war für seinen etwas gewitterartigen Verdauungstrakt. Oh ja, okay. der dann aufgestanden ist, auf die Toilette gegangen ist und da einmal richtig abgepupt hat in den Hohlkörper. Und richtig so. Und das hat durch die ganze Bude geschallt. Und dann wurde diejenige, bei der wir da gepennt haben, das auch war so von Gondor. Ja, genau. Und dann wurde die Gastgeberin quasi auch dann wach und sagte so, oh scheiße, direkt daneben ist das Zimmer meiner Mitbewohnerin und die lag quasi mit dem Kopf nur so 40 Zentimeter vom Klo entfernt. Da war nur so eine dünne Einbauwand dazwischen. Und die sagte auch, die hat eine Woche nicht mit ihr gesprochen danach, so, weil das wohl so gedonnert hat. Das unangenehm. Das ist tatsächlich dann, wenn man nur unter Männern wohnt, ist es furz egal, um es dann in dem Jargon zu sagen. Ja. Da klatscht man nachher noch ab. Da ist es so, ja. Da gehst du, Dude, Mann, hast du einen abgelassen. Ja, du, das lag an einer Lasagne, so ungefähr nach dem Motto. Aber das ist, wenn ich an WG denke, immer das Beste. Wie der dann so ganz stolz wiederkam, dann verkündet bekam, so, du, die liegt so 40 Zentimeter von der Schüssel entfernt. Da ist nur so eine Pappwand reingezogen. So. Ach, oh, unlucky. Nee. Oh Mann. Sing the Thunder Song. Ja, wie. Thunder! Thunder! Da, 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 da. Ist ganz schön. Ja, ja. Ja. Das ist natürlich wirklich belastend. Okay, vielleicht noch was Schönes bei euch noch zum Abschluss an der Stelle dazu. Also, ich weiß nicht, also ich muss tatsächlich sagen, so wenn ich an WG denke, es ist wirklich so, es offenbart irgendwie was, weil du bist irgendwie immer alleine gewesen, dann kommst du mit Leuten zusammen und es offenbart halt diese Sachen, die Leute privat machen, weil du siehst, du triffst Leute, irgendwie gehst mit jemandem weg und so, aber dieses Leben, dieses Wohnen, was man dabei praktiziert, das ist ja was ganz anderes. Das siehst du halt nicht, wenn du mit einem in eine Kneipe gehst oder auf dem Bolzplatz stehst oder so. So Alltag und, auch, ne? Ja, und es ist halt dieses... Man ist halt mit Leuten zusammen, aber wird dann auch schon gerne mal diese, da weiß man, wann man alleine ist, so, also wenn man alleine ist, kann man das schätzen, so diese Ruhe, die man dann hat, weil man irgendwie alles miteinander teilt. Du kannst nicht irgendwie pisst sein oder sonst was, die Leute kriegen alles mit. Du bist... man muss Rücksicht nehmen. Ja, viel, ne? Das sehr sowieso. Viel, ja. Also man lernt halt sehr, sehr viel in diesem WG-Leben für später. Das glaube ich auch. Ja. Also an Zwischenmenschlichkeit, ne? Ja. Total krass. Empathie, Rücksicht. Potenziell und alles, ein guter Trainer für Langzeitbeziehungen. Und man wird auch irgendwie zum MacGyver. Weil es gibt immer wieder irgendwie kleine Sachen, die nicht funktionieren. Und man muss da irgendwie ein bisschen tricksen, dass das irgendwie läuft. Ne? Ja, voll. Ich, weil ich das jetzt so konkret fragte, was man mit WGs verknüpft, irgendwie. Also ich habe zum Beispiel How I Met Your Mother kennengelernt und geguckt in der WG ausschließlich. Und wir haben das komplett... glaube ich, zweimal komplett durchgeguckt, weil wir es immer beim Essen abends eine Folge oder zwei geschaut haben. Richtig lange. Und dann irgendwann noch Big Bang. So Serien, die ich damit finde, so Sitcom-artige Serien verbinde ich deswegen sehr, sehr stark damit. Ganz kurz noch eine schöne Story von Wuppi. Ich war einmal in einem fremden Studentenheim gewesen. Da gab es eine Party, da waren alle als Elefanten verkleidet. Ich habe diese Bilder immer noch im Kopf. Das ist schon auch ziemlich wild. Verkleidet, sagt er also. Ja, ist halt die Frage. Meint er jetzt, wo war der Rüssel? So Tangas mit so einem 3D-Schlüpper? Alles klar. So. Oder? Da war ich war einmal auf einer WG-Party, die auch dann richtig abging. Da waren alle als Zombie verkleidet. Oder andere Horrorfiguren. Da will ich aber nicht Gastgeber sein. Die Kunstblutschmierer überall. Das war schon relativ. Ja, ich war, glaube ich, war Mumie. Und das war schon aber insgesamt ziemlich witzig. Und irgendwer hatte jedenfalls das offensichtlich nicht gelesen, das Motto nicht gelesen und kam als Pikachu. Also nicht als Horror-Pikachu, das ist ganz normales Pikachu. Aber da lief nämlich auch richtig viel, das weiß ich noch. Da hatte ein Kumpel eine sehr intensive Oralsex-Erfahrung mit einer der WG-Bewohnerinnen. Das war schon sehr wild. Und das jetzt noch einmal abschließend, gehe ich noch einmal in die Untenrum-Ecke. Ich habe eben kurz einmal unser rotes WG-Sofa angerissen, das dort oben seine Zeit komplett überdauert hat. Es passte perfekt in diese Ecke rein. Es war so großartig, sah es auch dort aus. Du kamst rein und dieses Sofa sollte dort sein. Wir haben es allerdings fast nicht nach oben bekommen. Wir mussten es komplett auseinanderbauen, auch weiter als es vom Hersteller vorgesehen war, weil unser Treppenaufgang war so richtig eng. Das war so richtig knapp und wir haben wirklich hinterher mit Schwung und mehrfach dagegen geworfen. Roms, bis das Teil nach oben drin war. Richtig rein, ohne Scheiß, es war wirklich knapp. Es wäre fast nicht hochgegangen und als es dann oben war, war es so großartig. Dankeschön. Das ist der Nachgeholte von Cake at Work. Woo! Vielen Dank, Cake. Noch ein Sub, der Cake hat gerade, Cake at Work hat gerade subscribed. Das kam eben nicht automatisch, weil er, glaube ich, direkt getimed war. Die waren, glaube ich, gerade irgendwie zu zweit ausgerechnet mit Thomas Hans zusammen. Aber dir natürlich trotzdem ein ebenso großes Dankeschön für deinen Sub. Dafür habe ich auch kurz gerne meine Story unterbrochen. Ja. Wir haben jedenfalls dieses rote Sofa dann oben aufgebaut gehabt und es war, wie gesagt, uns immer ein Hort. Dort haben wir gegessen oben, Fernsehen geguckt, alles war dort oben. Und dann, nachdem wir ausgezogen sind, oder als wir dann irgendwann ausgezogen sind, haben wir uns auch nochmal zusammengesetzt und dann so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben die WG halt wirklich aufgelöst. Wir sind halt alle ausgezogen dann gleichzeitig. Es war irgendwie schon dann ein besonderer Moment, weil es wirklich dann, ne, du hast 3 Jahre irgendwie zusammen da verbracht, auch in dieser gleichen Konstellation. Ja. Und das war so ein bisschen nostalgisch. Und dann sind halt dann so Storys auch nochmal so aufgetaucht. Man hat nochmal sich gegenseitig reflektiert, wie war das eigentlich, wie war es in den Situationen. Hat viel schöne Sachen, dann schöne Überlegungen auch gehabt. Und dann kam hinterher mal raus, es wurde dann einfach mal besprochen. Und dann wurde irgendwie rausgezählt, wie viele Leute eigentlich auf unserem roten Sofa oben im Wohnzimmer schon Beischlaf verübt haben. Und es war eine unangenehm hohe Summe, die dabei herausgekommen ist. Zweistellig? Wir waren zweistellig und sind hinterher in heftige Erklärungsnöte gekommen. Die Sache ist die, auf diesem Sofa war es relativ harmlos, sich möglicherweise zu vergnügen. Denn wenn man die Treppe in diese obere Etage zum Wohnzimmer reinging, musste man, nachdem man ganz oben war in der Treppe, nochmal um so einen kleinen Vorsprung drumherum. Man konnte also nicht direkt aufs Sofa gucken. Man hatte also im Prinzip regelmäßig Zeit zu reagieren. Und die obersten 4 Stufen haben heftig gequietscht. Das heißt, man hat definitiv mitgekommen, wenn jemand nach oben gekommen ist. Aber es ist offensichtlich sehr viel da oben gelaufen. Wir haben uns aber dann am Ende trotzdem heftigst drüber gefreut, denn der Nachfolge-WG haben wir dieses Sofa vererbt. Und die sitzen jetzt auf diesem Sofa und ahnen nichts Böses. Die werden wahrscheinlich genau das Gleiche da tun. Möglicherweise, aber es war trotzdem, es war schon ein großer Scherz, darüber lachen zu können, dass sie jetzt da nichts ahnen auf diesem Sofa abends chillen, abends für und Abend. Wahrscheinlich auch noch weiter kooperieren. Und dieses Sofa mit so viel Liebe sozusagen bestückt ist. Ja. Aber tatsächlich, ich meine, wenn jetzt irgendwie jemand bei denen dann pennen würde in der neuen WG, da ist ja logisch. Ich meine, das ist ja prädestiniert dazu. Oben ganz alleine abgeschnitten im Wohnzimmer mit jemandem da schlafen, angetrunken. Also wer da nichts macht, der alles andere, der hat sein Leben oder alleine da oben. Es wird jetzt gerade für alle Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, es wird gerade jetzt, hier sich angefasst auf dem Sofa. Und das ist ein Moment, der wird so heiß, glaube ich, dass bevor wir uns verbrennen, wir an der Stelle einen Schlussstrich ziehen unter diese Folge Radio Nerdstar zum Thema WGs. Haben wir uns hier gerade in unserer kleinen Dreier-Wohngemeinschaft ganz gut verstanden, finde ich, oder? Ja. Also bei uns wird es wahrscheinlich funktionieren. Was denke ich auch. Was kochen wir jetzt noch? Wer holt Bier? Wir holen jetzt noch so ein Runtime-Meal und dann machen wir uns lecker Essen. Also ich würde kochen. Ich würde kochen, also wenn wer anders von euch... Okay, cool. Ich hol Bier. Genau. Du holst Bier noch kurz zur Tanke. Alles klar. Ja, Leute, wir sind dann mal raus. Das war's mit Radio NerdStar. Sorry, wir müssen jetzt noch einen netten Abend verleben. Macht's gut und tschüss.